Guten Abend, herzlich willkommen im Depot. Mein Name ist Sarah van Dordrecht. Ich freue mich sehr, Sie und euch hier zum 8. Mai zum Zeitzeugengespräch mit Frau Dr. Feldner-Bustin zu begrüßen. Wir freuen uns riesig, dass Sie da sind. Mit am Podium Lucia Engelbrecht von der Initiative EDUT. Das ist heute die erste Veranstaltung, die EDUT organisiert hat. Wir werden gleich noch was dazu hören, gemeinsam mit der JUH. Vielen, vielen Dank für die Kooperation und dass ihr auf uns zugekommen seid. Wir sind sehr froh, dass wir das heute hier machen können. Für alle zur Info, die Veranstaltung wird live auf YouTube gestreamt. Es wird aber nur das Podium gefilmt. Wir werden nachher auch Mikros rumgeben für Fragen. Wer seine Stimme nicht im Stream und auf der Aufnahme haben möchte, gibt uns einfach ein Zeichen und dann einfach sehr laut in den Raum fragen. Mit am Podium darf ich noch begrüßen Anna Goldenberg, Journalistin und Autorin und Enkelin von Frau Dr. Feldner-Bustin. Ich gebe einfach gleich weiter an EDUT und freue mich sehr, dass wir gemeinsam diese Auftaktveranstaltung hier machen können. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend. Ja, bevor wir mit dem inhaltlichen Teil des Abends beginnen, kurz noch eine organisatorische Bitte an euch, dass ihr die Masken im Verlauf der gesamten Veranstaltung anbelasst, außer ihr wollt kurz was trinken, dann könnt ihr sie natürlich kurz abnehmen, aber bitte nicht länger als nötig. Das ist zu unserem Schutz und vor allem zum Schutz unserer Zeitzeugin, die, soweit ich informiert bin, noch kein einziges Mal Covid hatte. Das heißt, dem Virus ein Schnippchen geschlagen hat und das soll natürlich auch weiter so bleiben. Danach, wenn Frau Feldner-Bustin die Veranstaltung verlassen hat, gibt es die Möglichkeit, da zu bleiben und auch die Masken abzunehmen. Genau, es wird, wie gesagt, eine geführte Moderation geben. Ein geführtes Gespräch, keine geführte Moderation und im Anschluss noch Raum für Publikumsfragen, wie gesagt. Ja, zur Veranstaltung. Die Idee, dass wir eine Veranstaltung am 8. Mai organisieren, kam uns bei Kaffee und Kuchen von Johannes fabriziert und gezaubert. Und der leitende Gedanke dabei war, dass wir ein Gespräch, ein Zeitzeugengespräch organisieren wollen, das eben nicht den Fokus auf das Währenddessen, das heißt, das Verfolgtsein im Nationalsozialismus veranstalten, sondern dass der Mittelpunkt eines Gespräches das danach ist, das heißt, die Befreiung und die Jahre, die Zeit danach. Und das Weiterleben nach der Befreiung, das ist natürlich ein schwieriges Wort, Befreiung, da ein Großteil der deutschen und österreichischen Bevölkerung nicht befreit wurde, sondern besiegt. Und die Verfolgten wurden befreit. Für die Befreiten, wie Frau Feldner-Bustin, bedeutete das danach eben nicht nur Freude, wie das Fest der Freude, das eben auch im Heldenplatz stattfindet, suggeriert, sondern sie fanden sich teilweise in einer sehr schwierigen und prekären, harten Realität wieder. Das heißt, dass das Ausmaß dessen, was vernichtet wurde, was zerstört wurde, oftmals erst nach dem Mai 45 ersichtlich wurde. Es wurde vielen erst nach dem Mai 45 gewahr, wer alles an Freunden, Bekannten, Familie ermordet wurde und wer überlebt hat. Und oftmals bedeutet die Befreiung auch ein jahrelanges Leben in DP-Lagern oder eben ein Rückkehren an Heimatorte, wo kaum jemand mehr anzutreffen war. Das bedeutete auch, mit dem Trauma und zerrütteten Familien weiterzuleben und viele Befreite mussten sich jeden Besitzes beraubt durchschlagen unter sehr prekären Verhältnissen. Und so kann gesagt werden, dass der 8. Mai eben nicht ein Ende der Geschichte ist oder ein erleichterndes Ende, sondern auch der Anfang von vielen weiteren Geschichten des Weiterlebens und des Überlebens. Und wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen über diesen Tag zu sprechen und diesem Tag zu gedenken. Und wer wir ist, das wird meine Kollegin Lea jetzt erzählen. Ja, zunächst zu uns. Wir wollen uns als Initiative EDUT vorstellen. EDUT steht einerseits für Erzählen, Diskutieren und transgenerationelles Erinnern, andererseits
ist es das hebräische Wort für Zeugschaft. Wir sehen uns als Projekt, das durch erinnerungspolitische Interventionen einen Beitrag dazu leisten möchte, das Auseinandersetzen mit den NS-Verbrechen in Österreich weiter zu befördern, wobei wir vor allem den Stimmen der Überlebenden und der Nachfahrinnen einen Raum geben wollen und den Akt des Erzählens mit einbeziehen wollen in das Erinnern. Wir haben uns gegründet im März diesen Jahres, wie Lucia gerade beschrieben hat, und heute ist unsere erste Veranstaltung. Wenn ihr für weitere Events auf dem Laufenden bleiben wollt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen, falls ihr das noch nicht tut. Das ist @initiative.edut. Danke. Ich stelle noch kurz das Gründungsteam von Edut kurz vor in 4 Sätzen. Ich beginne mit meiner Vorrednerin, Lea Riener. Sie ist gerade die Leiterin der Yad Vashem Research Delegation Vienna. Und außerdem hat sie einen Master in Zeitgeschichte und Medien gemacht. Dann gehe ich weiter zu Lucia Engelbrecht. Sie studiert POWI im Master und ist auch bei der Yad Vashem Research Delegation Vienna und außerdem angehende Übersetzerin für Hebräisch. Isolde Vogel da drüben ist Zeithistorikerin und Antisemitismusforscherin an der ÖRW im Institut für Kulturwissenschaften. Und ich selbst bin Johannes Glack und bin Predoc am Institut für Zeitgeschichte an der Uni Wien. Und jetzt übergebe ich an Isolde, die noch kurz die Gästinnen vorstellt. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle gekommen seid. Herzlich willkommen auch nochmal in diesem Rahmen hier im Depot und vielen Dank ans Depot für die unkomplizierte Möglichkeit, die Veranstaltung heute hier durchzuführen. Wie schon erwähnt, ist es die erste Veranstaltung unserer Initiative und wir freuen uns auch sehr, dass wir dafür mit der jüdischen österreichischen Hochschülerinnenschaft kooperieren können. Und ich begrüße in diesem Sinn auch ganz herzlich Viktoria Borochow, die Präsidentin der JÖ, und gebe dir ganz kurz das Mikro. Hallo, ich bin die Präsidentin der jüdischen österreichischen HochschülerInnen und will mich auch im Namen von uns bedanken für die neue Initiative, bedanken bei Helga Fellner-Wustin, dass Sie heute da sind und auch bei Anna. Wir haben unsere Nutnik-Karte mitgebracht, sie liegen hinten auf, falls ihr von unserer Zeitschrift ein bisschen was lesen wollt. Und ich wünsche uns allen einen angenehmen Abend. Danke, Vicky. Und nun darf ich endlich auch ganz offiziell Frau Helga Fellner-Bustin hier begrüßen, herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute gekommen sind und mit uns diesen Abend gestalten. Und möchte noch kurz Sie einführend vorstellen. Helga Fellner-Bustin ist Ärztin, Mutter und Großmutter und Überlebende der Shoah. Sie ist von den Nazis als Jüdin verfolgt worden und sie ist schon lange sehr engagierte Zeitzeugin und hat auf zahlreichen Veranstaltungen und auch in sehr vielen Schulen schon zu dem Thema gesprochen. Wir freuen uns, dass sie heute auch im Zuge des 8. Mai über ihre Erinnerungen und ihre Erlebnisse mit uns spricht und hoffen so auch, wie Lucia eingangs schon gesagt hat, eine Brücke zu schlagen in das Sprechen über das Gedenken an sich und die Erinnerung an sich und eben auch in diesem Sinne ihre Enkeltochter Anna Goldenberg sehr herzlich zu begrüßen, die heute auch im Übrigen ihr Buch mitgebracht hat. Sie ist Journalistin und Schriftstellerin und hat in Versteckte Jahre, was es nachher auch käuflich zu erwerben geben wird, die Lebensgeschichte ihrer Großeltern aufgeschrieben. In diesem Sinn herzlich willkommen an Sie beide. Und ich hoffe, wir haben eine sehr spannende und nette Veranstaltung und einen spannenden Abend heute. Danke. Geht schon? Okay. Ja, es ist sehr schwierig, eine so reiche Lebensgeschichte in einem kurzen Gespräch zu erfassen. Aber wir werden das auf jeden Fall versuchen. Bevor wir uns dem 8. Mai 1945 und der Zeit danach widmen, wollen wir natürlich etwas über ihre Kindheit erfahren und ihre Jugend und ihre Zeit in Theresienstadt. Und sie sagten eins in einem Interview, um ihre Geschichte zu verstehen, müsste man auch die Geschichte ihrer Eltern verstehen. Und meine Frage wäre, wie würden Sie Ihre Eltern beschreiben? Können Sie da erzählen, aus welchem Elternhaus Sie kommen? Ich komme
aus einem nicht sehr wohlhabenden, aber guten Elternhaus. Ich habe sehr gute Eltern gehabt. Retrospektiv anerkennt man das natürlich viel mehr, als während es stattfindet und man auch erzogen wird. Mein Vater war jüdisch und aus Brünn, aber das war damals eine deutsche Stadt, er hat gar nicht Tschechisch können. Da sehen Sie meine Eltern und mich, wie ich noch klein war. Und das ist meine Großmutter, väterlicherseits die jüdische Großmutter, und mein kleiner Cousin Albert, von dem werde ich noch sprechen. Ich habe eine sehr einfache Kindheit gehabt in einem Gemeindebau. Mein Vater war Lungenfacharzt und Polizeiarzt und die ganze Familie war arm. Es war wenig Geld da. Er hat eine große Familie in Brünn gehabt, die auch zwar kultiviert waren, aber auch eher arm. Und er hat mehrere Berufe gehabt, also er war bei der Polizei und hat eine große Praxis gehabt und im Invalidenamt, also er hat sich zerfranst und die Zeiten waren nicht gut. Ich bin also im Jahr 29 in Wien auf die Welt gekommen, können Sie ja ausrechnen, wie alt ich bin, und es waren die ersten Jahre subjektiv sehr gut, denn ich habe gehabt, was viele nicht haben, sehr, sehr gute Eltern, die haben vor mir ein Kind verloren und sie haben sich einfach um mich gekümmert, haben mich gefördert, haben mir vorgelesen, sind mit mir in den Wald gegangen. Also ich kann jedem, ich kann nur sagen, es war ein sehr angenehmes Elternhaus, wenn auch einfach. Denn wir waren in einer doppelten Gemeindewohnung, der Margaretengürtel, also Karnobelviertel. Und was man aber nicht kennt, vermisst man ja eigentlich nicht. Und ich glaube, ich war ein sehr zufriedenes Kind. Und bin dann in eine öffentliche Schule gegangen und war da, denke ich, auch sehr zufrieden, in eine ganz einfache Volksschule, habe aber in der dritten Klasse nicht nur ich, sondern alle lesen und schreiben können. Und da hat es also begonnen mit der Religion. Wir waren nur zwei jüdische Kinder in der Schule, also in der Klasse, völlig integriert. Und es war eine sehr gute Lehrerin. Und dann hat sich die Frage ergeben, wohin mit den Kindern im Religionsunterricht. Und da hat sich die Klasse getrennt in evangelische und katholische. Und die zwei Judenkinder sind übrig geblieben. Und da hat der Katechet gesagt, na, sollen Sie heute bei mir bleiben? Und so haben wir das Alte Testament vom Katecheten gehört und von der jüdischen Religionslehrerin, wo wir zweimal in der Woche hingegangen sind. Ich erzähle das so ausführlich, weil es ja Zeitgeschichte ist. Es war während der Dollfuss-Schuschnick-Zeit. Und ich war, kann ich nur sagen, zufrieden. Aber dann hat man schon gespürt, eine gewisse Unruhe. Natürlich haben meine Eltern versucht, alles von mir fernzuhalten. Inzwischen war meine kleine Schwester geboren im Jahr 36. Aber es war friedlich in der Familie. Und die Eltern haben sich wahnsinnig um uns bemüht. Naja, kommt das Jahr 38
Und da hat es einige Ereignisse gegeben, die ich euch auch erzählen will. Also erst einmal die Schuschnigg-Rede. Ich weiß nicht, ob sie jemand von euch schon gehört hat, aber wir sind beim Radio gesessen, Vater, Mutter und ich. Und meine Eltern haben geweint. Ich war 9 Jahre alt. Ich habe schon verstanden, dass da jetzt etwas Gravierendes passiert. Naja, und dann hat der Schuschnigg gesagt, das werde ich nie vergessen, Gott schütze Österreich. Naja, hat er nicht. Wir sind dann eigentlich zu Hause geblieben. Mein Vater ist bei der Polizei gleich pensioniert worden. Und ja, man hat überall die Hakenkreuze gesehen. Die Leute haben alle diese Binden getragen mit den Hakenkreuzen. Es war schon unheimlich. Aber trotzdem, das erzähle ich auch immer, bin ich eigentlich ganz normal nach 3-4 Tagen in die Schule gegangen. Und dort habe ich mein erstes großes Trauma erlebt. Wir waren also 2 jüdische Kinder in der Klasse und sind ganz normal auf unsere Plätze gegangen. Und plötzlich kommt der Direktor herein, hat schon ein großes Hakenkreuz, ein Parteiabzeichen auf dem Revers und sagt, die Pollack und die Kammermann, also wir zwei sollen herauskommen und wir ahnungslos gehen zum Katheder. Und er sagt, ihr müsst die Schule augenblicklich verlassen, wir können hier keine Juden dulden. Ihr könnt euch vorstellen, was das in einer 9-Jährigen hervorruft. Ich war so ahnungslos. Und das war also wirklich schon sehr traumatisch, dass man plötzlich nicht mehr in die Klassengemeinschaft gehört hat, die also selbstverständlich war. Wir waren vom ersten Schultag dort. Naja, wir sind also laut heulend abgezogen nach Haus. Naja, dort hat man uns sehr getröstet und dann sind wir in die Judenschule gegangen, die übrigens ausgezeichnet war, aber weiter weg und wir mussten hingeführt werden in die dritte und in die vierte Klasse, in die restliche dritte und in die vierte Klasse. Naja, und dann war es trügerisch bei uns. Ja, natürlich mussten wir sehr bald aus dem Gemeindebau ausziehen und sind dann zu einem Orthopäden gezogen im 4. Bezirk, der sehr viel nobler war als wir. Und meinem Vater ist etwas passiert, was er als ein Glück empfunden hat, aber eigentlich retrospektiv kein Glück war. Er war der einzige jüdische Lungenbehandler in ganz Österreich und hat plötzlich sehr gut verdient. Und so hat er die Augen verschlossen und gesagt, das ist eh nicht so arg. Aber wir waren, wie gesagt, erst im fünften, dann im 4. Bezirk. Und was sich da in der Leopoldstadt abgespielt hat, das war so peripher und wir haben das nicht so erfasst. Also zumindest meine Eltern. Naja. So ist es uns eine Zeit lang ganz gut gegangen. Aber dann, eines Tages, komme ich von der Schule nach Hause und der Papa war weg. Und wo war er? Im Buchenwald. Naja, das war aber sehr mühsam, jemanden aus Buchenwald herauszukriegen. Da musste man eine Ausreise haben, ein Visum
und eine Einreise. Und das hat da zu diesem Zeitpunkt, Ende 38, Anfang 39, nur in Kuba und in Shanghai gegeben. Meine Mutter hat sich für Shanghai entschlossen. Ich muss zu meiner Mutter noch dazu sagen, dass meine Mutter keine Jüdin war. Sie war evangelisch und ist in einem Offiziershaus aufgewachsen. Der Großpapa war ein ehemaliger Fliegeroffizier, der abgestürzt ist, aber beim österreichischen Heer geblieben ist. Ich glaube, er war ein Dacker Monarchist. Naja, auch er hat die Zeichen der Zeit nicht wirklich erkannt, aber doch vielleicht etwas besser. Und die Großmutter, die eine Jüdin war, aber schon, ich glaube, die dritte Generation getauft, die habe ich nicht gekannt, die war schon tot. Und die zweite Frau war sehr katholisch und hat also absolut zu uns gehalten. Also ich kürze jetzt die Geschichte etwas ab. Es ist mit uns rasant bergab gegangen. Meine Mutter hat das ganze Geld, das sie noch gehabt hat, und jeden Wertgegenstand, den sie gehabt hat, sie verkauft für diese Schiffskarten. Und da hat sie, ich glaube, 4 Schiffskarten gekauft und der Papa ist nicht herausgekommen. Endlich ist er herausgekommen und da hat eine Schiffskarte und ein Visum und alles, was man gebraucht hat, für Shanghai gehabt. Und das ist auch so ein Punkt in meiner Erinnerung, der sehr deutlich ist, wie der Papa ausgeschaut hat, wie er aus Buchenwald gekommen ist. Er war nicht sehr groß und eher zart von der Konstitution und hat eigentlich ausgeschaut wie ein richtiger Tschech mit so breiten Backenknochen, überhaupt nichts Jüdisches an sich gehabt. Und er war ein eher heiterer Mensch und er ist zurückgekommen, ein Wrack aus Buchenwald. Aber er durfte nur 2 oder 3 Tage bleiben, hat die ganze Zeit geweint und geschwitzt und ich erinnere mich da sehr deutlich dran. Es war furchtbar. Aber dann ist er doch eingestiegen in den Zug nach Genua und hat ein bisschen Hoffnung geschöpft und hat gesagt, ich lasse euch gleich nachkommen. Aber wir sind einem Betrüger aufgesessen und das Schiff hat es nicht gegeben. Und so ist er in Italien hängen geblieben und da teilt sich jetzt unsere Geschichte. Wir waren in Wien und er war in Italien. In Italien war der Antisemitismus nicht so arg. Er hat sich dann bald einen Job gefunden und ist dann interniert worden, aber ich war dann dort nach dem Krieg, wo er interniert war. Es hat zwar Campo di Concentramento geheißen, aber es war ein Schloss und dort war der Personalteil, waren die Juden interniert und das ist ihnen eigentlich sehr gut gegangen. Und er war dort über 2 Jahre, bis zum Jahr 1944. Dann sind die Deutschen nach Italien gekommen, von Sizilien herauf. Und das Erste, was sie getan haben, war, dass sie die Juden interniert haben und nach Auschwitz geschickt. Jetzt die Geschichte etwas ab, jedenfalls ist der Papa im April 1944 nach Auschwitz gekommen. Und wir haben
überhaupt nie mehr gedacht, dass wir ihn je wiedersehen. Und bei uns ist es jetzt mit den Nürnberger Gesetzen so gewesen, dass also die Mama hier war, und die Mama war in Mischling ersten Grades mit einem arischen Vater, der sie beschützt hat. Und bis 14 hat man den Status von der Mutter gehabt. Ich war 12, 13. Aber irgendwann bin ich dann aber doch 14 geworden und habe meinen eigenen Status gehabt als Mischling zweiten Grades. Und musste nach Theresienstadt fahren. Ich habe das jetzt stark abgekürzt. Es ist aber doch so, dass ich einige Episoden erzählen möchte. Denn die Bevölkerung war sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben uns teilweise geholfen, teilweise waren sie schrecklich. Ich erzähle da immer zwei Erlebnisse. Als Kind, da war ich vielleicht 12 oder 13, und da haben wir schon den Stern getragen. Ich weiß, das ist meine kleine Schwester, ob ihr je einen Original-Judenstern gesehen habt. Den musste man da ganz fest aufnähen. Man sieht es da hinten, wie fest der aufgenäht war. Und zwar gekennzeichnet. Und das ist etwas, das ist schrecklich, wenn man auf der Gasse geht und man ist sozusagen freiwillig. Und die Leute waren sehr unterschiedlich. Und da erzähle ich immer zwei Geschichten, weil die beide sich zufällig am Quai abgespielt haben. Ich war da vielleicht 12. Und da ist eine Frau gekommen und hat mir einfach eine heruntergehaute, ordentliche Watschen und sagt, du Judensau, nichts habe ich machen können. Nichts außer weinen. Dann aber ist zufällig etwas später auch am Quai eine Frau gekommen und hat mir eine Sackel Obst in die Hand gedrückt und hat gesagt, du armes Kind. Es war also die Reaktion von der Bevölkerung sehr unterschiedlich. Es haben uns Leute echt geholfen. Meine kleine Schwester war krank und ist im Kinderwagen gefahren, meine Mutter zum Kinderwagen geführt und ich bin mit ihr gegangen, mit dem Stern. Und wir kommen, das war unsere, ich glaube, vierte Wohnung im Ganzen, da waren wir in 7 Wohnungen in Wien. Und ist die Hausmeisterin unten gestanden und hat gesagt, Frau Boller, gehen Sie nicht herauf. Es wird oben ausgehoben, wir haben das ausgehoben, wir haben das Ausheben genannt, wenn man die Juden in Lastwagen gestopft hat und sie in die Sammellager gebracht hat. Naja, daraufhin sind wir umgekehrt, die Mama hat sofort die Sterne entfernt. Sie war öfters ohne Stern. Meine Mutter war eine sehr hübsche, echt Naturblondine, die überhaupt nichts Jüdisches an sich gehabt hat und ausgeschaut hat wie die deutsche Frau. Und so hat sich dann die Frage ergeben, wo gehen wir hin? Zum Großpapa haben wir uns natürlich nicht getraut und sie hat eine Freundin gehabt und die hat uns 2 Tage versteckt. Und da muss man schon sagen, das war ein gewisser Heldenmut, weil Juden verstecken war nicht Gericht, sondern Volksgericht. Also die haben nur sehr wenig Auswahl gehabt. Ich weiß nicht. Ja, ich zeige noch.
Ja, da bin ich aber noch in die Schule gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hat es noch eine Schule gegeben. Eine sehr gute jüdische Schule vom ehemaligen Kreisgymnasium. Da bin ich bis zur zweiten Klasse, aber nicht ganz, noch in die Schule gegangen und dann war es außerhalb der Schule gegeben. Und ja, das ist ein bisschen ein Bild, das früher ist. Das ist mein kleiner Cousin mit seinem Vater. Die waren in Brünn und sind über Theresienstadt nach Auschwitz gefahren. Natürlich keiner zurückgekommen. Ja, es hat keine Schule gegeben. Ich habe eine sehr gute Freundin gehabt, auf die werde ich noch zurückkommen. Und die war ein echter Mischling mit einer wirklich christlichen Mutter, die sehr, sehr nett zu mir war und mich auch sehr gut behandelt hat und auch gefüttert hat. Denn damals waren wir ja auch so wahnsinnig arm. Und eines Tages hat uns also nichts mehr geholfen, da mussten wir nach Theresienstadt fahren. Und das war eine echte Komplikation. Also wir waren ja mehrmals in den Sammellagern und der Großpapa konnte uns immer herausholen, weil ich noch unter 14 war. Aber dann war ich über 14 und ist er zum Brunner gegangen, zum berühmten Brunner. Und der hat ihm gesagt, naja, die Helga muss nach Theresienstadt fahren. Ihre Tochter und die Kleine müssen eigentlich nicht fahren. Naja, die haben sich natürlich, die Mama hat sich dazu gemeldet und als Komplikation war aber meine kleine Schwester, die war damals nicht ganz 6 Jahre, im Infektionsspital mit Scharlach, schwer krank. Und das erzähle ich auch. Denn da hat sie das große Trauma ihres Lebens erlebt. Sie war also schwer krank, hochfiebernd und es kommt der Arzt und sagt zu ihr, Judenfratz, mach's Maul auf. Und sie hat nicht und daraufhin hat er sie geschlagen. Es waren aber dort geistliche Schwestern, die sie weggetragen haben und getröstet haben. Aber da frage ich mich, was ist das für ein Mensch? Was ist das für ein Arzt, der ein schwerkrankes Kind schlägt? Also das waren so unsere Wiener Erlebnisse. Und dann sind wir also mit einem kleinen Transport. Wir durften sogar einen Transport abwarten, bis die Lise, meine Schwester, wieder aus dem Spital herausgekommen ist, noch wahnsinnig schwach und verhungert und fiebrig. Aber immerhin sind wir nach Theresienstadt gefahren. Und Theresienstadt, zeigst du da bitte das Bild mit der... Mit dem Plan. Den Plan, können wir eins zurückgeben? Das da, ja. Das ist der Plan von Theresienstadt. Theresienstadt hat eine ganz dicke Stadtmauer gehabt. Ich glaube mit 8 Ausgängen. Es war eine richtige Festung, die der Kaiser Josef für seine Mutter, die Maria Theresia, gebaut hat. Und es waren sehr viele große Kasernen dort, in denen man gewohnt hat. Also wir sind dort zuerst in eine Kaserne gekommen. Da war ein Raum, der war vielleicht 3-mal so groß wie dieser und auch noch höher. Da waren so circa 150 Frauen drinnen, ganz eng. Ich zeige jetzt wieder das Bild mit dem, Nein, das ist das vorige, glaube ich. Ja, das ist ein Schema, das da. Nein. Das
Das da. So haben wir dort gehaust. Wobei man sagen muss, Theresienstadt war kein Vernichtungslager, aber es sind Tausende und Abertausende gestorben. Es war eine jüdische Selbstverwaltung und es war das Herzeige-KZ. Aber man hat uns so schlecht behandelt. Aber wir haben keinen direkten SS-Kontakt gehabt. Wir haben so schlecht gegessen und die Wanzen und die Flöhe haben uns aufgefressen. Es war ein sehr schwieriges Leben und wer nie einen richtigen Hunger gehabt hat, weiß nicht, wie das ist, wenn man an nichts anderes denken kann, der Magen knurrt. Und wir haben sehr wenig, sehr schlecht gegessen. Es war wirklich sehr arg. Und man konnte, wenn man schwer gearbeitet hat, etwas mehr zu essen kriegen. Und ich habe mir dann versucht, schwerere Arbeiten zu finden. Also, aber das mit dem Sägewerk, das habe ich mit 14 nicht machen können, da war ich einfach zu schwach dazu. Und so haben wir uns durchgewurstelt. Und ich muss sagen, meine Mutter war wirklich großartig. Sie war immer schon eine Reinlichkeitsfanatikerin mit der Wascherei. Und das hat sie uns allen mitgegeben. Und sie hat es absolut darauf bestanden, dass wir uns jeden Tag von Kopf bis zu den Zehen waschen. Und sie hat uns auch gewaschen und sie hat uns das Gewand gewaschen. Und so haben wir viele Schmutzinfektionen nicht gekriegt. Aber wir waren schon sehr verhungert. Meine Schwester ist dann in ein Kinderheim gekommen und ich in ein Jugendheim. Da waren die Verhältnisse spurweise besser. Und wir haben so etwas wie ein bisschen Erziehung gehabt, aber keine Schule natürlich. Meine Schwester ist dann älter geworden und hat nicht lesen und schreiben können und war nicht in der Volksschule. Also wir haben uns dort halbwegs gehalten. Und jetzt erzähle ich noch, wieso ich nicht nach Auschwitz gefahren bin. An sich war mein Status so, dass ich nach Auschwitz hätte fahren müssen. Wir haben keine Ahnung gehabt, was Auschwitz ist. Wir haben das erst nach dem Krieg erfahren, nach der Befreiung. Wir haben das nicht gewusst. Uns hat man gesagt, ihr fahrt nach Auschwitz, dort kriegt ihr mehr zu essen, müsst schwer arbeiten, aber es gibt mehr zu essen, das war immer das Kriterium. Naja, eines Tages, ich denke, das war im November 1944 oder im Oktober 1944, habe ich eine Einladung gekriegt nach Auschwitz. Und meine ganzen Freundinnen sind schon gefahren gewesen und sehr viele, die ich gekannt habe. Da fahre ich auch. Pack meinen Rucksack und da hat es so eine Kaserne gegeben, die war als Sammellager gedacht. Und da sind, die hat eine ganz große Halle gehabt. Und man ist auf der einen Seite rausgegangen und auf der anderen Seite war ein Geleise. Das hat man aber nicht von außen gesehen und man hat die Züge auch nicht von außen gesehen. Das war irgendwie abgeschirmt. Naja, und da sind immer 2000 Leute gefahren. Und ich habe mir gedacht, naja, fahre ich halt mit, wenn ich dort besser zu essen kriege. Und dann soll ich sagen, weil es ist das Schicksal, was da eingegriffen hat. Jedenfalls habe ich eine hohe Transportnummer gehabt und bin plötzlich müde geworden und bin in ein leeres Zimmer gegangen und wie ich aufgewacht bin, war der Transport weg. Habe ich mich gemeldet und habe gesagt, ich bin nicht mehr mitgefahren und fast nächste Woche. Das haben alles Juden gemacht.
ich weiß nicht, ob die gewusst haben, wo es hingeht. Jedenfalls haben sie es nicht gesagt. Und ich war doch immer ahnungslos und wollte mitfahren. Und dann hat sich die Mama das Ganze noch angeschaut. Ich habe gesagt, nein, ich lass dich nicht allein fahren, du bist 15 Jahre alt, ich fahre mit dir. Und hat sich dazu gemeldet. Und ihre Meldung hat man aber nicht angenommen. Und daraufhin hat sie gesagt, das stinkt. Und fahr nicht mit. Und ich bin nicht mitgefahren. Das nächste Mal habe ich wieder so eine hohe Transportnummer gehabt und da habe ich das absichtlich gemacht. Und dann haben sie gesagt, aber du, nächste Woche fährst schon. Sag ich, ja. Und da habe ich, während dieser Zeit habe ich in der Landwirtschaft gearbeitet und das hat unsere Verhältnisse doch deutlich gebessert. Wir waren zwar immer noch hungrig, aber innerhalb der Landwirtschaft hat es ja doch immer irgendetwas gegeben, was man hat essen können. Ich sehe mich noch so die Zwiebeln herausziehen und so mit allen Hüllen einfach essen, die Erdäpfel ein bisschen abputzen und mit der Schale roh essen. Und das war eigentlich sehr gut, dadurch haben wir keine Avitaminosen gehabt. Und man konnte, man ist dann bei dem Stadttor herausgeführt worden und abgezählt worden. 6 Burschen, 6 Mädeln oder 7, sowas in dieser Größenordnung. Und man hat uns in einen, teilweise in einen großen Gemüsegarten oder aufs Feld geführt und wir mussten also wirklich sehr schwer arbeiten, schon um 6 in der Früh. Landarbeit ist anstrengend, aber es hat immer irgendetwas extra gegeben und wir, die Mädchen haben auch ab und zu was ins Ghetto führen können. Da ist immer einer zum Stadttor gegangen und hat geschaut, ob, dort waren Gendarmen, die haben die Burschen untersucht, aber sie durften die Mädel nicht untersuchen. Und immer wieder sind auch weibliche Gendarmen dort gewesen und da musste man natürlich das, was man versucht hat, ins Ghetto zu bringen, wieder loswerden. Und das haben wir dann wohl oder übel so kleinweiß weggeschmissen, wenn die sogenannten Bereskisten und so, ist es uns zwar noch immer sehr schlecht gegangen, aber nicht so schlecht wie vorher, weil auch die Mama ab und zu, also weiß ich, 2-3 Mal in der Woche eine Kohlrübe gekriegt hat und das hat sie natürlich mit der Lise geteilt und manchmal dann Apfel oder was gerade gewachsen ist. Und so ist das Jahr 1944 hingegangen. Und vom April 1944 haben wir auch nichts mehr von meinem Vater gehört. Er hat es uns immer über Wien, konnte man ab und zu eine Nachricht kriegen, haben wir eine Karte gekriegt vom Großpapa und das war eindeutig, dass sie mein Vater geschrieben hat. Aber wir haben schon eigentlich nicht mehr mit ihm gerechnet. Na, ich kürze das weiter ab und erzähle euch von der Befreiung, weil das ist schon eigentlich der heutige Tag. Da waren wir, so weit ist es noch nicht, da waren wir draußen in einer ganz großen Mulde und in dieser Mulde waren unten Glashauskästen, die man bearbeitet hat, weiß ich, mit Gurken oder Kürbissen, was in Glashäusern wächst.
Und eines Tages kommen wir heraus und die Mulde ist noch immer groß und wir steigen hinunter, aber es war alles so verändert. Und rund um die Mulde sind so große Erdhügel gewesen, die vorher nicht da waren, und wir schauen so, was ist da? Und da kommt eine Gewehrspitze heraus und dann eine Mütze. Und auf der Mütze war ein Sowjetstern. Das war natürlich, wir haben überhaupt keine Ahnung gehabt, wie weit das Kriegsgeschehen ist oder was ist. Und das war eine unerhörte Verbrüderung. Sie haben uns gefüttert, sie haben uns begrüßt. Das war ein einmaliges Erlebnis, wie diese Soldaten auf uns zugegangen sind. War keine Rede von Vergewaltigen oder so. Die haben uns nur bedauert und gefüttert. So gefüttert, dass ich Tage geschrieben habe. Aber wirklich, sie waren so anständig und so nett. Es war nicht alles so wie in Wien unter Feinden. Ich muss noch zum Schluss erwähnen, dass die Nazis ja von unerhörter Grausamkeit waren. Sie konnten gar nicht mehr alle Leute umbringen. Und da haben sie in Waggons gestopft, mit Flecktyphus infiziert und nach Theresienstadt geschoben. Und dort waren sie auf Toten geleisen. Zuerst, bevor die Russen da waren, waren die auch schon da, hat man sie völlig isoliert und versucht, mit den schwachen Mitteln, die zur Verfügung gestanden sind, jedenfalls so eine Art Spital aufzubauen und doch den einen oder den anderen zu retten. Aber wenn ein Mann mit 1,90 m nur 35 Kilo wiegt, ist nicht mehr viel drin, aber ab und zu hat es doch einer überstanden. Speziell dann, wie die Russen da waren und ein großes Lazarett gebaut haben und sich wirklich sehr gekümmert haben und es doch mehrere Leute überlebt haben, aber doch sehr viele gestorben sind. Und in Theresienstadt hat es ja Gaskammern gegeben, die sie nicht in Betrieb genommen haben. Und ein riesiges Krematorium. Und das Krematorium ist Tag und Nacht gegangen, weil diese ganzen Leute am Flecktyphus gestorben sind. Und wir sind also, ich glaube, am 7. Mai befreit worden, sind die Russen gekommen. Aber wir waren in Quarantäne bis Ende Juni. Und da ist das Wunder geschehen. Mein Vater hat Auschwitz überlebt und war schon bei den allerletzten, die schon zum Erschießen aufgestellt waren, wie die Russen gekommen sind. Und er ist auch von den Russen befreit worden. Aber er hat einen schweren Flecktyphus gehabt und hat eine fast zweimonatige Gedächtnislücke, nicht gewusst, wo er war, hat aber Dokumente gehabt und fragt nicht, wie er ausgeschaut hat. Aber er hat überlebt. Und das war so, dass kein Mensch mehr damit gerechnet hatte. Nach und nach haben wir natürlich gewusst, was Auschwitz war. Er hat aber schon früher von uns gewusst. Er hat dann den Großpapa und seine Frau aufgesucht. Der Großpapa war inzwischen gestorben, ist verhungert in Wien. Und er hat dann bei der Frau gewohnt und hat dann über das Rote Kreuz erfahren, dass wir noch leben, und hat etwas Mut geschöpft. Aber fragt es nicht, wie er ausgeschaut hat, wie wir ihn gesehen haben. Schrecklich. Er ist nicht 8 Monate in Auschwitz ohne Folgen. Aber er hat schon
wieder seinen Posten gehabt bei der Polizei. Er hat, ist arbeiten gegangen, aber er war ein Wrack. Er hat jede Nacht geschrien, Appell, Appell, aber trotzdem, der erste Brief von ihm, der erste Brief von uns, und dass wir ihn wiedergesehen haben, das war so ein Wunder. Also mal bis daher, jetzt habe ich das erzählt. Ich sehe auch, dass Sie das Stadtwappen oder das Emblem von Theresienstadt... Ja, das ist, das war aus Blech, aber das haben mir dann meine Kinder aus Gold machen lassen. Das ist das Stadtwappen von Theresienstadt. Ja. Wie ist Ihre Verbindung zu dem Ort heute? Sie waren dort auch öfter? Auch naja, das eine Mal war ich dort, immer wenn irgendeine Feier war. Das erste Mal war ich dort, da waren noch die Sowjets dort. Mhm. Das ist ja in der Tschechoslowakei, also neben Prag ist Theresienstadt. Und da waren große Ausstellungen von den Kommunisten, die auch in Theresienstadt waren und zum Teil justifiziert wurden. Und zwei kleine Zimmer von den Juden und dann war ich nachher und da war Theresienstadt schon hergerichtet. Also, ja, also jetzt, und jetzt, das ist noch gar nicht, wann waren wir dort auch noch nicht? Vor 10 Jahren. 10 Jahre ist das schon. Vor 10 Jahren waren wir dort. Naja, das ist jetzt eine verdreckte Kleinstadt. Mit ein paar Erinnerungen. Wobei ganz interessant ist, wenn die Erinnerung täuscht. Ich habe geglaubt, dass das Kinderheim 2 Stock hat, aber es hat nur 1 Stock. Also, ja. Es ist schon ein eigentümliches Erlebnis gewesen. Aber immerhin die Befreiung, das war. Wir haben nichts gewusst. Nichts vom Krieg, nicht von Stalingrad. Vor allem haben wir nichts von Auschwitz gewusst und von den ganzen Vernichtungslagern. Das hat ja 5 Vernichtungslager gegeben, die nicht so wie Auschwitz ein gemischtes Lager waren, wo auch an große Firmen Arbeiter vermittelt wurden. Nee, Auschwitz hat ja doch der eine oder andere überlebt. Und wie war das dann, funktioniert das Mikro? Wie war das dann für Sie, nach dem Krieg dem gewahr zu werden, dass zum Beispiel Ihre Großmutter verstorben ist, Ihr Cousin, den wir vorhin gesehen haben, auch vergast wurde? Das haben wir erst sehr viel später erfahren. Und auch die Familie Ihres Mannes dann? Ja, wir haben ja immer noch gehofft, dass jemand kommt. Ja. Das war sicher 47, 48, mhm. bis wir diese ganzen Sachen genau gewusst haben. Mhm. Mein Mann war ein Unterseeboot, wenn man so sagt, ein U-Boot, hat also Bustin geheißen und war beim Dr. Feldner versteckt. Das ist Ihr Mann, ja. Und Sie? Ja, das ist mein Mann. Sie haben sich mit 16 kennengelernt, stimmt's? Ja. Ja? Das war schon eine Jugendliebe, aber ja. Sie hat die ganze Zeit in Wien als U-Boot gelebt. Als U-Boot gelebt, ja. Und er hat natürlich gehofft, dass irgendwer von ihm überlebt. Der Bruder oder der Vater hat gewusst, dass die Mutter in Theresienstadt gestorben ist, das hat er gewusst. Aber das... Es war besonders tragisch, der Bruder ist ja ins Gas gegangen, der war um 2 Jahre jünger, ein hochbegabter Bursch, schrecklich. Und den traue ich noch immer, obwohl ich ihn nie gekannt habe. Aber wie hieß er? Das war Herbert. Herbert, ja. Wir haben auch meinen ältesten Sohn so genannt. Aber am
auf den Vater haben wir lange gewartet und das war eine besondere Tragödie. Der ist im April 1945 am Rückweg aus einem deutschen KZ, hat einen Schwächeanfall gehabt und ist erschossen worden. Und ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wieder zurück in Wien zu sein. Ja. Und nach werden, wird Ihnen bewusst, was eigentlich mit Ihrer Familie geschehen ist und mit der Familie von Hansi. Ja. Wie konnten Sie gleichzeitig Ihre Ausbildung als Medizinerin beginnen oder die Matura nachholen und alles verarbeiten? Das war schon auch die Wut. Ja. Das war auch die Wut. Ich wollte ja ursprünglich, bevor wir gewusst haben, dass mein Vater zurückkommt, so wollte ich ja unbedingt nach Palästina gehen, das Land aufbauen. Ich war ja geübt in der Landwirtschaft. Mhm. Und ich habe gehört oder gelesen, dass Sie in Theresienstadt auch mit zionistischen Ideen in Berührung gekommen sind. Ja, ja, ja. Das war ja ein Hoffnungsschimmer. Ja. Nicht. Und wie lange wollten Sie das, nach Palästina auswandern? Naja, wie ich dann gesehen habe, wie die Situation ist mit meinen Eltern und dann, ja, dass auch gar keine Chance ist im Jahr 45. Und ich dann gesehen habe, wie Wien ausgeschaut hat. Und dann habe ich hier meine alte Freundin getroffen, die Ruth, und wir haben uns zusammengetan und wir haben gesagt, jetzt zeigen wir es ihnen. Mhm. Nicht? Denn es war schon so, dass man in den Jugendlichen schon ein sehr starkes Gefühl der Minderwertigkeit erzeugt hat. Und dass man was Schlechteres ist, dass man einfach minderwertig ist, dass man auf uns spucken kann und uns beschimpfen kann und nichts ist. Das mit dem Umbringen, das haben wir erst viel später erfahren. Das haben wir erst so 1947 ist das alles erst langsam herausgekommen. Und dann muss ich noch sagen, die Willkommenskultur der Österreicher war sehr minderwertig. Ja. Die haben uns überhaupt nicht haben wollen. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann wurden alle Gedanken an Emigration nach Palästina oder anderswohin vor allem durch den desolaten Zustand ihrer Eltern ausgeschlossen. Ja. Mhm. Ausgeschlossen. Dass mein Vater so einen guten Job gefunden hat, ja. Das war ein Zufall. Und er war auch sehr, sehr ehrgeizig und hat sich große Mühe gegeben. Und es war ja auch so, wir haben ja überhaupt keinen Besitz gehabt. Wir haben keine Möbel gehabt, wir haben kein Bettzeug gehabt, nichts. Wir sind dann kurz bei der Frau von meinem Großvater untergekommen und dann haben wir eine eigene Wohnung zugewiesen gekriegt, eine arisierte Wohnung. Und der Reserve war noch drin. Es war entsetzliche Wohnungsnot in Wien. Mhm. Also das war auch nicht lustig. Und wie war das Zusammenleben mit diesem Ariseur oder mit diesem Nazi? Naja, ich muss sagen, unerfreulich. Ja. Ich glaube, er war ganz froh, wer hat ausziehen dürfen von uns. Aber trotzdem, nach so langer Zeit, wieder in ein Bett, fast ohne Wanzen zu schlafen, war auch ein Erlebnis. Und solche Sachen prägen einen ja fürs lange Leben. Ich weiß auch, wie es ist, wenn man kein Geld hat. Denn nach dem Krieg haben wir ja auch kein Geld gehabt. Der Papa hat verdient, aber er war Beamter und dadurch, was ich einmal zum Wäschewechseln gehabt habe, aber kein Gewand, keine Schuhe, nichts. Die Amerikaner haben viel geschickt, aber
unpassende Sachen, wunderschöne Seidenkleider, wenn man einen Wintermantel gebraucht hat. Ja. Mich würde noch interessieren, wie Sie dann in der Familie mit dem Erlebten umgegangen sind. Also Ihr Vater war ja sehr stark traumatisiert und gezeichnet von Auschwitz und auch Ihre Schwester und Ihre Mutter. Also wie weit wurde darüber gesprochen? Es wurde darüber gesprochen. Und ich habe auch mit Kind und Kindeskind darüber gesprochen. Ich finde, dass man Kinder nicht schonen sollte, sondern die Wahrheit wissen. Sie sollen wissen, was es gibt. Und so wie das Märchen vom Storch, das ist ja doch auch Wahnsinn. Wie meine Schwester auf der Welt gekommen ist, habe ich hohes Fieber gehabt und meine Mutter sagt, ich muss jetzt das Kind holen, der Storch hat angerufen. Und ich sage, lass das Kind dort. Und ich schaue mich aus, ich habe Schafblätter gehabt und das war mir überhaupt nicht gut. Da sagt sie, ich kann das Kind nicht dort lassen. Nicht? Habe ich ihr das sehr verübelt. Aber wenn sie mir gesagt hat, das Kind ist in meinem Bauch und ich möchte so, ich muss das jetzt entbinden, hätte ich das absolut verstanden. Also wir kommen vom Thema auf. Ja. Mittlerweile, oder heute, oder gestern eigentlich, jährt sich Ihre Befreiung zum 78. Mal. Ja? Kaum zu glauben, ja. Aber so ist es. Wie ist Ihr Umgang mit dem Tag? Oder wie gehen Sie? Na, gar nicht. Gar nicht. Na, gar nicht. Das ist was. Es ist Vergangenheit, aber was mich besorgt, ist, dass wieder dieses Kippen nach rechts, nicht? Da wieder in Österreich wirklich sehr, sehr prominent ist und dass die Leute auf dieselben Schlagworte hereinfallen und dasselbe, denselben Nonsens akzeptieren, dass sie besser sind. Das mit der Rassentheorie, na gut, das ist jetzt nicht so en vogue, aber es gibt doch keine Menschenrassen. Wer die gleiche DNA hat, ist von der gleichen Rasse. Das ist der Eskimo, aber auch der Maasai. Das unterscheiden sich ja überhaupt nicht, insbesondere wenn man sie obduziert. Ja. Das ist ja wahr. Sie haben ein bisschen anderes Skelett, aber ich meine, es ist eindeutig, was sie sind. Mich würde noch interessieren, in der Zeit in Theresienstadt und auch das Wiedersehen mit dem Vater, Sie waren von 14 bis 16 in Theresienstadt, mit 16 wurden Sie befreit. Ja. Wie war das für Sie, auch so einen wichtigen Teil der Pubertät in Theresienstadt zu verbringen? Ich habe keine Pubertät gehabt, ja. Aber meine Schwester hat keine Kindheit gehabt. Das ist Ärger. Nein, ich habe so, was ich so an meine Nachfahren sehe, Pubertät, das hat es für mich nicht gegeben. Und wenn man Hunger hat, ist das, glaube ich, sehr prominent. Ja. Und auch das Wiedersehen mit dem Vater, das letzte Mal haben Sie ihn gesehen, da waren Sie 9 oder 10, als er aus Buchenwald wiederkam für 2 Tage. Ja, da war ich 10. Und als Sie ihn wieder gesehen haben, waren Sie 16. Ja. Wie hat es dieses Verhältnis beeinflusst, dass Sie ihn 7 Jahre nicht gesehen haben? Naja, ich war ja natürlich ein unduldsamer, unangenehmer Teenager, voller Wut. Verständlicherweise. Ja, es ist eine Tatsache, dass ich so war und dass ich erst über die Jahre vernünftiger geworden bin. Nicht? Also ich wollte an jeder Laterne einen hängen sehen, in seiner Uniform, aber natürlich ist das unsinnig. Und wie war dann das Zusammenleben in der Stadt Wien oder auch das gemeinsame Studieren mit TäterInnen eigentlich? Oder? Wissen Sie,
ich habe oder das Arbeiten dann im Spital. Ja, ja, na, das war viel später. Aber zum Beispiel wollten wir ja in die Schule gehen, meine Freundin Ruth und ich. Wir haben uns zusammen, wir haben uns ja schon von früher gekannt und wir haben uns zusammengetan. Und wir sind in ein Mädchengymnasium gegangen, in der Lange Gasse, und haben gesagt, wir möchten gerne maturieren. Naja, wann habt ihr denn das letzte Schulzeugnis? Das war von der zweiten Klasse. Da geht es halt in die dritte Klasse. Ich habe gesagt, nein, wir möchten in die siebte Klasse gehen. Und dann hat uns die Direktorin ein bisschen geprüft und gesagt, probiert es. Und dann haben wir es probiert. Und das war schon sehr eigentümlich, dieses Verhältnis von den Kindern in der siebten Klasse. Die haben uns angeschaut, ja, wo sind die her? Wir haben große Davidsterne um den Hals getragen, das ist schon wahr. Das haben wir schon provoziert. Und wir waren auch, glaube ich, vielleicht nicht sehr freundlich. Aber wir haben gestuckt, denn das ist nicht so leicht gewesen, den ganzen Sommer. Und wir haben uns in der Klasse ja dann doch ins obere Drittel heraufgearbeitet. Aber dann haben wir gesagt, na, das ist nichts für uns, die Mädchen, das Mädchengymnasium. Aber wir haben dann natürlich mit den anderen Kindern geredet und sind dann auch von der Wut etwas weggegangen, weil wir gesehen haben, die haben ja auch viel mitgemacht, der Vater gefallen, der Bruder nur ein Bein. Also wir haben dann schon gesehen, die sind auch beschädigt. Die vielen Fliegeralarme, also ausgebombt. Also, und sie haben nichts zu fressen gehabt und wir haben ja doch genügend Care-Pakete gehabt, wir haben genug zu essen gehabt. Und dann haben wir gesagt, na, wir gehen jetzt in einen Matura-Kurs. Und da sind wir in einen halbjährigen Matura-Kurs gegangen. In den konnte man aber nur gehen, wenn man ein gültiges Zeugnis von der siebten Klasse gehabt hat. Das war natürlich nicht für so Jugendliche, aber formal hat es genutzt, hat es gereicht. Und so haben wir im Winter maturiert und jeder noch ein Semester erwischt. Super. Vom Studium. Sie hat just studiert, war ein Jahr früher fertig als ich. Und ich habe Medizin studiert, war aber auch sehr bald fertig. Sie haben als einzige Frau Ihres Jahrgangs als einzige Frau promoviert. Ja. Mhm. Also bei dieser Promotion waren, ich glaube, 12 oder 14 und das andere waren lauter Männlein. Wie steht es um Ihre Wut heute? No, null. Null? Nein, ich habe überhaupt keine Wut. Nein. Ich habe ein echtes Bedauern. Ein Bedauern. Und ich habe Sorge um meine Nachfahren, was da wieder auf sie zukommt, wenn es da den Kegel gibt. Der Antisemitismus ist ja nicht weg, der ist latent. Und wie erleben Sie Ihre Tätigkeit als Zeitzeugin, auch in dem Zusammenhang? Und wann haben Sie angefangen als Zeitzeugin? Wann war die Prammer? Das ist schon lang her. Weiß ich nicht. Die Nationalratspräsidentin. Ja, die hat mich engagiert. Ja. Also nicht nur mich, die hat uns alle eingeladen und die hat mit uns geredet und wir waren auch im Parlament, meine Schwester und ich. Und dann hat sich das so ergeben, also ich mache das schon, weiß ich. Ja. Ach, dann wollte ich noch fragen, wie sich das Verhältnis zwischen euch beiden verändert hat oder entwickelt hat, auch mit dem Schreiben des Buches. Ja, das sind wir uns nahe gekommen. Ja. Und
für mich ist das sehr angenehm, dass ich das, was ich sage, verifiziert habe. Die ist ja sehr, sehr genau. Eine Tüftlerin ist sie. Ich war in einer Schule und da war sie gerade vorher im Archiv. Wo war das? In der Radetzky-Schule? Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ich bin sehr froh, dass sie das macht. Und dass sie so genau ist und keine Fantasie. Bei mir ist auch keine Fantasie. Vielleicht darf ich noch zwei abschließende Fragen an Anna stellen, dann würde ich ans Publikum weitergeben. Wie war es für dich, dich so intensiv mit deiner Familiengeschichte auseinanderzusetzen und es auch öffentlich oder publik zu machen? Naja, ich habe ja viel gewusst, weil, wie die Helga schon gesagt hat, wir haben eigentlich auch immer drüber geredet, also diese ganzen Geschichten, also in meinem Buch erzähle ich nicht nur ihre Geschichte, sondern auch die von meinem Großvater, der jetzt da oben, der schon kurz erwähnt wurde, der als U-Boot in Wien versteckt wurde. Und also die Geschichten kannte ich und ich habe sie halt dann aufgearbeitet und bin eben in die Archive gegangen, habe geschaut, was man da sonst noch herausfinden kann, habe mich halt eingelesen, um bei den Dingen, die ich nicht mehr so verifizieren konnte, zumindest sagen konnte, okay, das ist jetzt irgendwie historisch, es könnte sehr wohl so gewesen sein, weil es stimmt. Ja, also ich habe dann eigentlich sehr schnell so die journalistische Linse aufgesetzt und das ja, so gemacht. Der Zusatzname Feldner ist auch von dem Arzt, der... Genau, das war der Josef Feldner, genannt Peppi. Ja. Das war der Schularzt von meinem Großvater, der ihn 2,5 Jahre versteckt hat, da nicht weit von hier in der Neubaugasse. Und nach dem Krieg, wie dann sich herausgestellt hat, dass seine Eltern nicht überlebt haben, hat er ihn dann adoptiert. So daher kommt der Doppelname Feldner-Bustin. Ja. Letzte Frage. Du hast dich in einem Interview als eine Art, das beschreibst du auch in deinem Buch, aber auch in dem Interview, dieses Gefühl, dass du eine Art historische Anomalie bist, als junge Jüdin in Österreich. Wie steht es um dieses Gefühl heute? Ja, bin ich glaube ich noch immer, weil es halt einfach noch immer eine Minderheit ist und eine unsichtbare Minderheit einfach. Also man hat immer so ein bisschen diesen Outing-Moment, weil man sieht es mir eben nicht an, wenn man sich ein bisschen auskennt im Nachnamen, fragen dann manchmal die Leute nach. Und jetzt habe ich zum Glück dieses Buch, wenn ich dann irgendwie Leute sind, ja, und was machst du so? Ich habe ein Buch geschrieben und worüber, und dann ist es schon raus sozusagen und man muss irgendwie nicht mehr um den heißen Brei herumreden. Also ja, es ist also die historische Anomalie ist dann auch so ein bisschen meine Rolle geworden, weil ich natürlich dieses Buch auch geschrieben habe, weil sich die Gelegenheit ergeben hat, weil ich halt junge Journalistin war und mich etablieren wollte. Und dann war halt so das Angebot, ja, schreib doch dieses Buch, das wollen die Leute lesen. Und ja. Habe ich es gemacht, habe ich gerne gemacht und habe... Hast du gut gemacht. Danke. Ja, und habe eben auch so der, meiner Identität quasi meine Marke gemacht. Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch. Wir würden jetzt zu Publikumsfragen übergehen. Das Mikrofon bringt euch Johannes, oder? Ja. Nicht scheu sein, einfach drauf losfragen, was ihr gerne wissen wollt oder ob es noch Unklarheiten gibt. Ich habe noch viele Fragen, also ich kann auch übernehmen.
Alexander Schneidmesser, Uni Wien. Und ich habe eine Frage bezüglich zu Ihrem Vater. Sie haben gesagt, er ist zurück zur Polizei gegangen. Wie war das nach dem Krieg? Wie war das für ihn? Und wie war es für Ihre Familie das? Weil die Polizei war eine der Haupttäterorganisationen. Mhm. Danke Ihnen. Wie es für deinen Vater war, zurück bei der Polizei, die doch auch Täter waren? Na sicher, aber man hat viele herausgeschmissen und sie waren sehr froh. Er war ja nicht Polizei, er war Polizeiarzt. Und sie waren eigentlich sehr froh, dass sie ihn gehabt haben. Was sie sich wirklich gedacht haben, das weiß man nicht. Aber jedenfalls der Hollerbeck, der berühmte Hollerbeck, hat ihn sehr gefördert. Sie haben vorhin beschrieben, dass das Gefühl, als Sie den Soldaten mit dem Sowjetstern erkannt haben, unbeschreiblich war, dass, es, ja. Dass Sie voller Freude waren. Und als Sie dann ein paar Wochen später nach Wien zurückgekehrt waren, war das Gefühl der Wut im Vordergrund. Ja. Was genau ist passiert? Wann genau ist es von dieser Freude der Befreiung zu der Wut auf die Nichtaufarbeitung, auf die Geschehnisse und auf das Nachkriegsösterreich? Wie ist es dazu gekommen? Naja, wissen Sie, ich war 16. Das muss man natürlich sagen. Da hat man ja nur so ein eingeschränktes Gesichtsfeld, man weiß ja nicht sehr viel, man hat keine Auswahl. Ich habe dauernd auf das Wohl von Väterchen Stalin getrunken und Väterchen Stalin war bei mir eine Lichtfigur, weil eben diese Sowjetsoldaten bei uns so anders waren als hier. Aber eigentlich hat er sich ja nicht wirklich unterschieden. Und ich meine, das ist alles Assorten, auch der Putin. Nicht? Die sind alle völlig bedenkenlos, wenn es um das Leben von anderen Leuten geht. Aber dazu bedarf es einer gewissen Altersweise. Ja. Hallo, Julia Breitkopf von Inselmilieu-Reportage. Mich würde interessieren, wie es Ihnen heute geht, als Jüdin zu leben in unserer Gesellschaft. Sie haben ja schon gesagt, Antisemitismus ist nicht ausgestorben, das ist nicht plötzlich weg. Wie geht es Ihnen heute und was würden Sie sich wünschen? Also wie es dir als Jüdin in Österreich heute geht, was du dir wünschen würdest? Na, mehr Toleranz würde ich mir wünschen. Mehr Toleranz und eine echte Demokratie, bitte. Eine echte. Nicht eine Freundeldemokratie. Ich wünsche mir eine Regierung von Sachverständigen, wo jeder, wo Gesundheitsminister Arzt ist und nicht lauter Laien. Und ich wünsche mir eine ordentliche Regierung. Ja. Sie haben gesagt, dass jetzt gar keine Wut mehr da ist, aber direkt nach der Befreiung sehr viel Wut da war. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, wie sich diese Wut verändert hat oder wie es dazu gekommen ist, dass die jetzt nicht mehr da ist. Wie ist es dazu gekommen, dass deine Wut jetzt nicht mehr da ist? Naja, wissen Sie, in fast 80 Jahren, man erlebt viel, man nimmt auch viel auf, man versteht mehr, speziell in der Medizin, versteht man dann mehr von Menschen.
und kann ihre Reaktion besser einschätzen. Man hat ein breiteres Weltbild. Ich war auch ein Jahr in Amerika, also man reift und dann ist man überreif. Ja. Ja. Ja, bezüglich dieser Überreife, wie auch an die Enkelin so in die Zukunft blickend, wie würden Sie sagen oder wie würden Sie es wünschen, dass die Geschichte der Zeitzeuginnen weitererzählt wird? Wie du dir wünschen würdest, dass die Geschichte der Zeitzeuginnen weitererzählt wird in der Zukunft? Naja, es ist so, die jetzigen Zeitzeugen sind zum Beispiel so wie meine Schwester. Die war 2 Jahre beim Umbruch, nicht? Die ist im Jahr 36 geboren. Die weiß ja große Sachen nur von Erzählungen. Na sicher hat sie viel mitgemacht. Es war sicher nicht lustig im Kinderheim in Theresienstadt. Und es ist sicher nicht lustig, keine Volksschule zu haben. Fehlt ja bis zum heutigen Tag. Aber sie hat das nicht so am eigenen Leib gespürt. Sie kann sich natürlich nicht erinnern, was war, wie sie 2 war. Und sehr viele von den Zeitzeugen, die jetzt in die Schulen gehen, waren ja emigriert. Die waren ja nicht, die haben ja das sehr nicht am eigenen Leib erlebt. Das gibt es nur mehr sehr wenige. Na, ich hoffe, dass es weitergetragen wird und dass die paar Leute, mit denen ich Kontakt gehabt habe, irgendetwas, also die Kinder in den Schulen, dass da irgendetwas bleibt von der Toleranz, die ich predige, dass man die Menschen nimmt als das, was sie sind und nicht als das, woher sie kommen oder was sie für ihre Hautfarbe haben, denn das ist eigentlich ganz wurscht. Und ob sie ein Kopftuch tragen oder ein Turban oder ein Kippa, es ist doch ganz wurscht. Es sind doch lauter Äußerlichkeiten, es kommt darauf an, wie einer in der Substanz ist und ob er einen Charakter hat und eine Erziehung. Das ist gar nicht so einfach, das so zu beantworten. Was würden Sie tun? Naja, wie würden Sie diese Frage beantworten? Das ist, natürlich sehe ich das anders. Ich glaube, ich habe keine Antwort drauf. Sie sagt, sie hat keine Antwort. Ja, aber vielleicht nachdenken. Für mich ist es als Jüdin in Wien, bin ich jetzt noch immer sehr wütend, dass es jahrzehntelang gebraucht hat, dass Österreich es erstmal auch als Täterland bezeichnet hat. Wie war das für Sie, dass Österreich jahrelang noch als Opferland sich selbst bezeichnet hat und dass es erst in den 80er, 90er Jahren mit der Aufarbeitung so richtig angefangen hat und das auch immer andauert? Wie es für dich war, dass Österreich sich so lange als erstes Opfer bezeichnet hat und die Aufarbeitung erst in den 80er, 90er Jahren angefangen hat? Na, schändlich ist das. Schändlich. Und natürlich sehr beruhigend für die Leute, die jung sind und die das ja glauben. Aber die Leute glauben ja alles. Ich will gar nicht von Religionen reden, aber die Leute glauben ja alles, was so passend ist und bequem zu glauben ist. Und viele Leute sind ja gar nicht kritisch. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt. Ja. Ja. wir haben mit detektivischer Arbeit herausgefunden, dass Sie auch Ideen lieben. Danke sehr. In jedem Video, das von Helga Feldner-Bustin online ist, ist ein Meer an auch Ideen im Hintergrund zu sehen. Das
Deshalb schenken wir Ihnen auch eine Orchidee, um uns mit der Sammlung anzuschließen. Dankeschön. Ja, bitte. Und Pralinen. Ah, das ist eine schöne. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Danke sehr. Danke vielmals. Ich bedanke mich sehr. Vielen Dank, dass Sie uns an Ihren Erinnerungen haben teilhaben lassen. Und wer noch mehr erfahren möchte, kann gerne das Buch von Anna für 20 Euro erwerben. Genau. Gerne noch die Masken weiter auflassen, bis Helga Feldner-Bustin die Räumlichkeiten verlassen hat. Dann gibt es die Möglichkeit, noch weiter hier zu bleiben und was zu trinken. Genau. Danke, dass Sie alle gekommen seid. Das ist dringend, das